Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19. Gar nicht wahr, LS22 mit mir, der Marc. Auf der River-Karte im 22er beim Rapslegen. Zähn. Genau, wir sind dabei, Raps zu legen. Zu legen nicht, sondern zu säen. Da vorne habe ich Feld 17, ist das, glaube ich. Feld 17, das lange große, habe ich schon fertig. Habe ich gestern gemacht, für mich ist heute der 24.12. um 16.48 Uhr. Ich habe jetzt, ich denke mal, eine Stunde Puffer, um ein paar Videos vorzubereiten für heute Morgen. Und so, weil ich habe irgendwie nicht so meine Zeit sehe, da morgen und so weiter noch Zeit zu haben dafür. Deswegen habe ich gedacht, komm, mach's jetzt mal heute zwei. Beziehungsweise jetzt, plan jetzt, dass ich zumindest bis zum zweiten Weihnachtsfeiertag komme, bis zum ersten. Und dann gucken wir, was wir am 2. machen. Genau, ich habe schon mal ein bisschen gesät, ich habe einen Tag gespult. Wir sind mit unserer Drillkombi unterwegs. Ich habe hinten den Anbau angepasst. Und zwar hatte Marcel die 4-Meter-Variante, glaube ich, gekauft. Der Anbau mit Fronttank ist aber für die 6-Meter-Variante. So dass ich dann nochmal eben die größere Version gekauft habe. Weil das ja dann wollen wir es ja natürlich auch richtig machen. Habe ich mir so überlegt. Deswegen haben wir das dann so gemacht. Ich finde die Kombi eigentlich ganz. Ich finde allgemein so Kombi vorne und hinten was drin zum Ansehen eigentlich schon ganz geil. Muss ich ja sagen. Gefällt mir schon so ein bisschen. Genau. Irgendwie hat er hier einen leichten Hangdrift, so wie das aussieht. Ist aber auch hier eigentlich Banane. Wie gesagt, ich habe da vorne das andere Feld gestern schon gemacht. Ich weiß nicht, wie lange es gedauert hat. Ich musste auf jeden Fall Saatgut nachfüllen. Wenn wir Pech haben, müssen wir heute sogar auch nochmal machen. Ich hoffe es natürlich nicht. Des Weiteren wünsche ich euch erstmal einen schönen schöne Weihnachten allgemein. So für Leute, die jetzt nicht so viel YouTube oder allgemein machen während der Zeit. Ich denke mal schon, heute war ein bisschen stressig. Sitzt heute auch das erste Mal am Rechner. Zum Glück kann man sagen, kann ich sogar auf unserem Multiplayer-Server spielen. Mit einer relativ guten Ping. Das ist sogar besser als gestern Abend. Denn als ich heute Morgen wach geworden bin, das erste, was ich gesehen habe, das Internet nicht ging. War aber nach 2 Stunden war das Problem wieder behoben. Da wurden wir von unserem Anbieter auch darüber informiert, dass es da technische Schwierigkeiten gerade gibt. Und die das dann gerade beheben oder fertig machen oder wie auch immer. Deswegen war das jetzt nicht so wild. Genau, hier steht überall Unkraut drauf, dadurch, dass wir nochmal eine Kreiselecke vorher haben, verschwindet das Unkraut dadurch. Und hätte ich jetzt gedacht, komm, mach's nochmal eine Bodenbearbeitung, eine flache Bodenbearbeitung, um Unkraut loszuwerden. Lohnt aber nicht, weil ich ja mit der selber schiede den Unkraut. Beziehungsweise das Unkraut dann wegmache und dadurch halt dann den Unkrautdruck, den wir dann auf die Kultur haben, die jetzt ja hier ausgesät wird, vor allem dann auf den Raps halt wieder minimieren. Mit Anfang kommenden Jahres im Spiel, meine ich jetzt, machen wir dann nochmal eine Pflanzenschutzmaßnahme zur Eindämmung. Vielleicht striegeln wir sogar, müssen wir mal gucken, was besser geht, was besser funktioniert. Und des Weiteren müssen wir noch heute Ballen machen. Also im Spieltag heute. Das schaffen wir wahrscheinlich nicht heute, das schaffen wir wahrscheinlich auch nicht morgen. Wenn ich aber absehen kann, dass ich noch irgendwie ein paar Stunden länger Zeit habe aufzunehmen. Also irgendwie weiß ich nicht. 2 Stunden oder so. Dann würde ich das ganz gerne in Angriff nehmen, weil wir aktuell 2 Flächen haben zum Gras schneiden. Wir haben zwar einen Butterfly-Kombi, das geht auch relativ zügig. Da mache ich mir jetzt auch nicht einen großen Kopf. Muss aber trotzdem geschwadet, er muss trotzdem gemäht werden, geschwadet werden, gepresst werden. Und wenn, dann liegen sie erstmal auf dem Schlag, dann ist jetzt erstmal nicht ganz so wild. Ist eh bald Winter, denn wir brauchen Futter für die Tiere. Wir haben zwar aktuell noch keinen, wir wollen aber so schnell wie möglich welche haben. Deswegen werden wir da erstmal Futter in Richtung Bastballen machen, also Silageballen, Grassilageballen. Werden wir dann erstmal machen. Weil das dann schneller geht jetzt. Ja doch, geht halt schon schneller. Guck mal, sogar Steve hat Zeit, noch ein bisschen Lotus zu spielen.
Okay. Das geht halt jetzt erstmal ein bisschen schneller, dadurch, dass wir eh spulen müssen, werden die Silagebahnen noch bis dahin fertig. Theoretisch könnten wir halt zwischendurch auch schon ein paar Tiere holen, haben aber kein Stroh, eigentlich keine anderen Feldfrüchte, die wir für die Tiere benötigen. Von daher werden wir dann jetzt erstmal. Wahrscheinlich geht sich das jetzt gleich nicht auf der letzten Bahn aus, oder? So wie ich unser Glück kenne, passt das wahrscheinlich gerade genau nicht. Ja. Wahrscheinlich ist das genau eine Bahn und ein Stück. Gehe ich davon aus. Aber unsere Sonny hat auch schon ein bisschen was zu kämpfen hier auf dieser. Auf diesen leichter Schräge. Auf dem geraden unten war gar kein Problem. Da ist ja schön durchmarschiert. Wir haben auch schon gut Sprit natürlich. Wir haben jetzt auch nur richtig dicke Bodenarbeitung gemacht. Wir haben eigentlich schief, eigentlich haben wir bisher nur gegrubbert, also schon eine gute Bodenlage. Lassen aber Licht nochmal ein bisschen dunkel ist, ja. Mal gucken, wie sich das jetzt hier ausgeht. Wahrscheinlich geht sich das irgendwie überhaupt nicht aus. Gehe ich mal davon aus. Nö. Also ziehen wir jetzt hier hinten erst die letzte Bahn per Hand. Und dann machen wir den Rest, indem wir einfach gleich die andere Bahn wieder zurückfahren. Dann fahren wir so, 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 so. Ja gut, passt ja. Kurz geguckt, wie hat mir Vorgewinde passt. Passt mir jetzt hier nicht ganz so, aber auf dem großen Schlag hat das richtig gut gepasst. Mit der letzten Bahn runter, die ich gefahren bin, konnte ich dann, also ich bin eine Bahn hochgefahren. Hab das komplette Vorgewende gemacht und bin mit der letzten Bahn runtergefahren, hab da das Vorgewende gemacht, war ich fertig. Das hat richtig gut gepasst, also richtig gut, bis aufs letzte Stück. Hat mich schon so ein bisschen gefreut. Das hat wirklich gepasst bis aufs letzte. Und wie man sieht, hier Gras überall voll ausgewachsen. Das will ich jetzt noch einmal nieder mähen. Klappen. Ein bisschen schief gekommen, ne? Das passt natürlich nicht, aber das will ich mal niedermähen. Bevor es dann in Winter geht. Weil die Lobalen sind da eh nicht so anspruchsvoll, was das angeht. Die vertragen ja doch einiges. Wie gesagt, die können halt ja auch ein bisschen nass. Wenn die ein bisschen nass sind, können die ja trotzdem auch ins Silo. Das ist da ja nicht ganz so schlimm, beziehungsweise ganz so tragisch. Von daher läuft das. Könnte auch mit der Saat reichen. Müssen wir nicht mal nachtanken. Das wäre schon praktisch. Ha? Was mich sehr gefreut hat, ist, dass mein Halsschmerz hinweg ist. Also nicht hundertprozentig, aber schon ein bisschen besser.
Das heißt, das Reden bei Aufnahmen klappt jetzt auch wieder ein bisschen angenehmer. Ist zwar noch nicht hundertprozentig, wird aber auf jeden Fall noch, denke ich. Ich denke mal, jetzt noch eine gute Nacht schlafen. Weil die letzte Nacht hat richtig einiges gebracht. Heute habe ich ein bisschen Schleim im Hals, aber das geht auch wieder. Es ist zumindest nicht mehr so trocken und tut nicht mehr so weh. Ich habe zwar heute Morgen trotzdem noch meinen Morgentee getrunken. Morgens ist das nach dem Aufstehen immer ganz schlimm, also wirklich richtig schlimm. Da denkst du, gehst kaputt dran. Wenn dann aber erstmal so eine Tasse Tee in den Hals gekippt hast oder so, dann ist das, ich will jetzt nicht sagen wie verflogen, aber schon besser. Und deswegen war es jetzt ganz praktisch, dass ich für gestern schon Folgen hatte. So musste ich das gestern nicht strapazieren. Ich habe gestern auch kaum geredet oder weniger. Ich muss aber sagen, dass auch gestern Abend schon bedeutend besser war. Ich gestern mit ein paar Kollegen und Teamspeak saß. Das war schon angenehmer als sonst, muss ich ja sagen, wie das. Man ist ja eher, also ich bin ja eh nicht so gerne krank, muss ich ja sagen, wie das. Ich hasse es auch, selber krank zu sein. Weil dann ist, da kannst du halt nichts machen, vor allem wenn du dann so richtig krank bist, dass gar nichts mehr geht. Mein ganzer Tag im Bett liegen ist halt auch nicht meins. Ich muss den ganzen Tag irgendwas tun, irgendwas brüllen, irgendwas machen. Auch wenn ich am Rechner sitze, irgendwas habe ich immer zu erledigen. Heute auch zwischendurch hier ein bisschen was da, habe ich auch ganz am Handy ein bisschen was gemacht. E-Mails beantwortet und was weiß ich nicht alles. Aber so einen ganzen Tag gar nichts machen, ist halt schon anstrengend. Naja, wir werden jetzt wahrscheinlich das Feld hier fertig machen, dann werden wir wahrscheinlich Matt Mähweg anwerfen oder anschmeißen. Ich werbe auch ganz gerne erst mit dem Säen durch. Säen wäre natürlich auch was. Aber natürlich, das kann ich auch alles noch irgendwann zwischendurch machen für die Folgewettgala, wenn wir ein bisschen. Na, vielleicht springen wir jetzt so ein bisschen. Das heißt, dass wir jetzt mal eine Folge säen, mal eine Folge Gras schneiden, mal wieder eine Folge säen, mal wieder. Da baue ich halt ein bisschen um meine Technik. Das ist ja nicht ganz so tragisch. Ich möchte aber halt ein bisschen Abwechslung haben jetzt. Und das erreiche ich, glaube ich, nur dadurch, dass ich da jetzt ein bisschen hin und her springe. Das heißt, die Kombi werden wir dann heute nochmal abbauen. Denke mal, das sollten wir jetzt gleich schaffen, weil ich ja noch einmal da vorne lang ziehen, einmal zurückfahren, einmal lang ziehen, ist der fertig, dann ist die Folge auch rum. Das passt ja. Habe ich mir einen ganz guten Schlag ausgesucht, weil für das, da habe ich ein paar Stunden, also wirklich Stunden habe ich da auf jeden Fall für gebraucht. Musste ich auch Saatgut nachholen, was natürlich nicht erreicht hat. Und die Kombi kaufen und so. Ist schon was anderes. Vorgewinnen wir zurück, das passt ja. Und Saatgut ist auch noch gekauft. Wir müssten ja eh für die nächste Folge müssten wir Saatgut kaufen. Am Hof haben wir nichts mehr. Marcel hat wie bescheuert Kalk gekauft. Ich weiß gar nicht wozu. Nur weil wir alle Flächen einmal kalken mussten, hat er aber auch richtig viel Kalk gekauft. Ich habe, glaube ich, den Düngerstreu nicht leer gemacht in der Zeit. Ja, den Kalkstreu, den Düngerstreu, nicht den Kalkstreu. Den habe ich nicht leer gefahren in der Zeit. Das Vorgewende schön, fahren wir zurück. Und hat angefangen, das passt ja wie Arsch auf einmal. Was gibt Besseres am Morgen als eben eine Runde säen?
kann man ja morgens eigentlich nichts mit verkehrt machen. Es gibt keine Ausfahrt, egal was die Kleine da vorne. Zack, zurückschieben. Ich ziehe jetzt erst einmal im Tier gerade lang, dann muss ich eh noch eine zweite Bahn ziehen. Machen wir aber erst eben die eine hier. Passt das auch? Das zweite passt gleich nicht so gut, weil der Baum im Weg hängt. So, und letzte Bahn. Gut. Damit darf ich mich bei euch schon ganz ehrlich bedanken fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Ich wünsche euch jetzt noch schöne Feiertage. Ich weiß nicht, ob man mich sieht, ob ihr mich sehen wollt, während wir Weihnachten haben. Besten zweiten Weihnachtstag. Ich bin natürlich für euch da. Videos kommen weiter planmäßig. Ich bedanke mich bei euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Weitere Folge LS. Bis dann. Danke. Tschüss.